Willkommen zu Kapitel 5, Hector Alcazar. Wir sind in der Rolle von Sam. Und das ist die Geschichte von seinem Ausbruch. Oh, Scheiße. Okay, scheinbar haben wir es hier mit ein bisschen Terroristen zu tun. Die Typen hier haben ja wahrlich aufgeräumt. Oh, fuck. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier, die wirst du brauchen. Ja, danke. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Aganlo. Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Alter Schwede. Was ist hier nur los? Keine Munition mehr. Oh, shit, shit, shit. Okay. Bin unterwegs. Oh, fuck. Was? Das war knapp. Das war verdammt knapp. Siehst du? Der Plan funktioniert. Das sehe ich. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Wow. Scheiße. Okay. Ja. Ja, mir geht's gut. Estamos bien. Scheiße, schnell weg. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Puh. Das war knapp. Das war knapp. Alter Schwede. Okay, das ist hier schon mal ein richtig krasses Erlebnis. Okay, Entdeckung, Entdeckung, wir gehen in Deckung. Klar. Yep. So. Gute Nacht. Listos para irnos? Salgamos de aquí! Samuel, zurück!
Holy fuck. Scheiße. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Okay. Es geht nur eine Richtung. Die Freiheit. Okay, wir treffen nichts. Oh shit! Wow! Oh mein Gott! Schwede. Oh mein Gott. Schnell. Alter. Besser als gut. Ihr, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame un cuchillo. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre dir. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang.
Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Buena suerte, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen. Auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer, Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue... Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Na, es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie?
Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. Er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Einmal ein Dieb, höchstwahrscheinlich immer ein Dieb. Aber los geht's. Wir wollen natürlich da rein und uns dieses Kreuz holen. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Nö, aber... Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich... Oh. Daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Wohin jetzt? Ich weiß nicht wohin. Da an die Felswand, oder? Das sieht gut aus. Ja. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wow. Okay, wohin jetzt? Okay. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Gut, dann mach das mal. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Gut. Okay. Und so, und so, und... Das war nix. Oh je. Shit. Geht das wieder los, das altbekannte Spiel aus den bisherigen Uncharted-Teilen. Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ja, dann gehen wir schon mal runter. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay. Ich habe auch ein bisschen mehr Schwung. So. Und jetzt aber. Perfekt.
Aus dem Weg. Aus dem Weg. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Gut, wir können, aber auch erst in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.